die Liebe. Mein erster Podcast. Oder mein erstes Video zum Podcast, wie man es auch sehen möchte. Ja, über was reden wir heute? Heute rede ich mal, oder ich fange an mit dem Thema 2022, 2023, wie ich von heute auf morgen plötzlich alles liegen gelassen habe und angeblich weg war, obwohl ich nicht weg war. Aber gut, ich habe ja alles gehört, was um mich herum war. Ich habe euch überall sehen können, die, wo ich sehen musste. Und. Ja, es ist einiges passiert in den Jahren. Gerade am 12.11. sind zwei Sachen um die Ohren gekommen. Das eine ist halt, oder beides eigentlich, sind ja Privatsachen. Darüber will ich jetzt erstmal nicht reden. Aber somit war ich mal gezwungen, erstmal für mich zu sein. Ja, und für mich klar zu denken. In dieser Hinsicht muss ich auch dazu sagen, ist auch mein erstes Buch entstanden. In dieser Zeit habe ich angefangen, mein erstes Buch zu schreiben über das Thema Sex. Weshalb, wieso, warum? Ganz einfach, weil es mir auf den Senkel geht, dass ihr mich immer mit der Pornobranche so vergleicht oder mich dahin zerrt und was weiß ich was. Es geht mir sowas auf den Sack langsam. Es ist doch schnurzscheißegal, was im Beruf man im Leben hat. Es geht einfach darum, Geld zu verdienen, nicht auf Staatskosten zu leben oder sonstiges. Naja, wie gesagt, ich war halt längere Zeit weg, zumindest habe einiges verdeckt gemacht, was ich weiterhin machen muss, weil es gibt Sachen, die ich nicht so gerne zeigen werde und zeigen will. Nicht alles ist bei mir öffentlich, nicht alles wird öffentlich bei mir gemacht. Es sind schon bestimmte Sachen, die ich öffentlich mache. Ein Thema, den ich immer öffentlich machen werde, die deutsche Behörde. Diese Schachmaten der deutschen Behörden, die sich gegen mich angelegt haben, die gedacht haben, ich bin so bescheuert und blöd und komme nicht dagegen. Ja, es hat gedauert. Es hat gedauert, aber ich bin durchgekommen. Ich komme immer wieder durch. Eins, ich bin Italiener, ich habe keinen deutschen Ausweis, ich werde niemals ein deutscher Staatsbürger sein, weil ich bin niemals ein Personal von Deutschland. Hierzu kommt noch ein Podcast, aber lassen wir mal dahin. Das sind auch noch einige Sachen, die ich loswerden werde in meine Videos. Ja, was will ich noch so sagen? Ich war halt in der Zeit weg, verschwunden, verschwollen, wie ihr es auch sehen wollt, wie ihr es auch nennt, zumindest für bestimmte Personen. Für ganz bestimmte Personen. Weiterhin, was ich eins voraussagen kann, ist, ich mag es nicht, wenn Leute Scheiße labern. Ich fasse mich an meine eigene Nase, tagtäglich, und überlege genau, was ich sage und wo ich es sage. Manche anderen machen es nicht und reden zu viel. Ja, sie reden zu viel. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wieso ich so bin, wie ich bin? Ich passe mich an euch an. Du bist Arschloch, ich werde Arschloch sein. Du bist nett, ich werde nett sein. Aber es gibt eine Sache, die du niemals vergessen solltest. Ich bin der, wo dein Arsch oft genug retten konnte, oft genug für dich vieles gemacht hat. Dies und das. Hierzu erwähne ich nur die Menschen, die so viel über mich labern, aber noch nicht mal ein Danke sagen. Vor meiner Fresse Gott um die Welt erzählen. Oh, jetzt der Beste ist dies und das und was er mir gegeben hat und dies und das kann ich ihm gar nicht zurückgeben. Hinter meinem Rücken, ich werde psychisch krank, ich werde dies und das. Mal, wo lebt ihr, ey? Wo lebt ihr? Wenn ihr denkt, mich kennen zu können, sorry, ihr kennt mich gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wie brutal ich sein könnte, wenn ich es möchte. Deswegen bin ich damals auch in einen Fußballverein eingegangen. Eigentlich, um ein bisschen lastlos zu werden. Ein bisschen frustlos zu werden. Aber ich habe auch da gehört, Sachen, die mir nicht gefallen haben. Sachen, die mir nicht so gepasst haben. Und irgendwann auch, ja, die Schnauze voll hatte, weil auch andere Probleme dazwischen kamen.
Persönlichkeitsänderungen gab es von mir, was nicht schön war, weil ich ändere mich eigentlich für niemanden, aber in diesem Verein habe ich mich verändert. Ich werde natürlich keinen Namen sagen, weil ich niemanden in Dreck ziehen möchte. Ich werde nur Vereine mal dazu sagen und fertig. Ich fand es halt scheiße, was man mir gesagt hat, was man mir geschrieben hat. Alter, ich bin dahin, ich bin ja 2 Stunden hin und zurück gefahren, um dort anzukommen, wo ich ankommen musste. Ja. Und noch nicht mal einen richtigen Danke, aber groß über mich lastern. Und dann noch mein Fußballschein. Ja, Manipulationen rein gehabt. Naja. Das ist die eine Sache. Wo ich jetzt bin, im Verein, gut. Ist ja auch egal. Hat sich vieles verändert, ja. Und es ist aber nicht besser geworden bei manches. Aber hierzu erzähle ich dir mehr im nächsten Video. Denn dieses Podcast wird mehrere Videos sein, in mehrere Orte. Somit schließen wir Teil 1 des Videos und gehen. Ja, da sind wir wieder, nach einer kleinen Fahrt. Ja, wo man mich denn stehen? Wie gesagt, ihr sollt einfach dankbar sein. Manche von euch, denen habe ich sehr viel Hilfe gegeben. Manche von euch denken, ich bin einfach so abgehauen mit einiges von euch. Ich hau nicht ab. Ich brauche euer Zeug nicht. Ich brauche nicht das, was ihr denkt, dass ich einfach mitnehme oder so. Jeder von euch hat einiges bei mir abgegeben und das habe ich auch noch vollkommen. Wann ich es euch gebe, ist, wenn, je nach wie viel ihr über mich labert, wie viel ihr über mich hinwirft, es dient halt dazu, euch unter Druck zu halten, sagen wir es mal so. Spiele mit den Gedanken der anderen. Das ist eine Sache, die ich sehr gerne mache. Ich spiele mit euch, solange ich Lust und Laune habe. Denn ihr labert, ich spiele. Ja. Weshalb ich auch mir gedacht habe, am Universitätsklinikum in Frankfurt das Video weiterzufahren. Es hat nämlich einen Grund, weshalb ich hier stehe. Denn es könnte dein nächster Platz sein. Ja, meine Podcasts werden nicht ohne sein. Also ich werde kein Blatt vom Mund nehmen wie noch nie in meinem Leben. Ich sage es direkt, wie es ist. Und hiermit komme ich wieder zum den Menschen, die nicht richtig zugehört haben. Den Menschen, die zu viel reden. Und den Menschen, die mir so auf den Sack gehen. Denn wer denkt, mich perfekt zu kennen oder mich überhaupt zu kennen, kennt mich kein Meter. Ich gehe gegen jeden, wenn es sein muss. Wenn es eins gibt im Leben, Gesetze zu folgen, in diesem Fall die Behörde, die jahrelang hinter mir war, oder umgedreht, ich hinter denen, weiß nicht, wie man es nehmen will. Ja. Und auch die Leute, die zu viel reden, die sich als gute Freunde da geben oder so. Ne. Es gibt sehr wenige Leute, die ich vertraue. Sehr wenige Leute, die die Wahrheit über mich kennen. Sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Außer mein Management, der meine Angelegenheiten auch betreut. Denn ich kann nicht alles alleine mittlerweile machen. Oder ich mache sehr viel alleine, aber nicht alles. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, aber wir kommen wieder mal zum Thema des Vereins. Ja, 2022.
Ich habe mich immer wieder aufgeregt, weil wir keinen guten Verein waren. Das Problem ist, ich spiele anders, ich denke anders beim Fußball. Bevor einer von den Leuten, die mit mir spielen, den ersten Schritt machen, mache ich schon in meinem Kopf 2, 3, 4 Schritte vorwärts. Ich habe Fußball anders gelernt, halt zu spielen in diesem Fall. Und ja, ich bin nicht ein Profifußballer, ich bin kein perfekter Fußballer mehr. Nicht mehr wie in meiner Kindheit vielleicht oder sonstiges. Ist aber auch egal. Man sollte Menschen auch mal die Chance geben, sich zu zeigen. Das habe ich zumindest. Und hiermit lobe ich jetzt den jetzigen Verein. Okay, es sind auch sehr viele Mitglieder da, die ich kenne, schon aus Kindheit. Aber in beide Vereine habe ich mich sehr viel eingelegt, oder in beide Vereine lege ich mich sehr rein, mit Herz und Seele, weil ich einfach den Namen des Vereins gerne trage oder getragen habe. Ja, aber ich mag es nicht, wenn man über mich redet. Und wenn man Scheiße macht mit meinen Unterlagen, mag ich auch nicht. Ich weiß vieles von verschiedenen Vereinen intern. Ich kenne einige Geschichten, aber lassen wir mal weg. Das ist nicht der Sinn dieser Sache, weshalb ich dieses Video mache, weshalb ich darüber rede. Es geht einfach nur darum, ich fasse mich an meine eigene Nase an. Habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Fasst ihr euch an eure Nase an. Ich bin nicht der Mensch, der über einen anderen lästert. Ich bin nicht der Mensch, der Scheiße labert. Wenn mir was nicht passt, sage ich das dir ins Gesicht, fertig. Ob es dir passt oder nicht. Und davon habe ich auch einige gehabt. Personen, die ich was ins Gesicht gesagt habe und die rumgeheult haben oder gesagt haben, ich wäre verrückt oder so. Nein, 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 nein. Wenn ich verrückt wäre, würde ich nicht hier vorne stehen wegen dir. Vom Klinikum. Wo absichtlich auch ist, wie gesagt. Hiermit meine ich keine bestimmte Personen. Ich meine alle, die mir auf den Sack gehen. Alle, die mich mit der Mafia vergleichen. Ob ich jetzt Kontakte mit der Mafia habe oder nicht. Das ist hingesprochen, hingelabert und sonstiges. Oder 2018 die Leute, die Artikel über mich geschrieben haben. Von Sachen, die ich niemals gesagt habe. Aber gut, das Schöne in der ganzen Geschichte ist, jetzt ist es plötzlich real. Deswegen mein erstes Buch, da mache ich ein bisschen Werbespot für mich. Das geht über Sex. Denn Sex ist nicht alles. Aber gut, das können wir dann im nächsten Podcast Thema nehmen. Denn hier geht es einfach nur, geh mir nicht auf den Sack. Du kannst mich als Freund haben oder als Feind. Und viele wollen mich als Feind wohl. Und das war auch ein Grund 2022, weshalb ich ein bisschen Abstand genommen habe von einigen. Weggesehen, was war. Denn was war? Ich habe ein Jahr lang, ein bisschen mehr als ein Jahr lang, das Wort Narzissmus oder Narzissmus, ja, wie es ausgesprochen wird, ja, sowas in der Art, egal, sehr, sehr deutlich kennengelernt. Aber ich habe mitgespielt. Ich kannte es, ich habe mitgespielt. Darüber gibt es auch noch ein Buch. Darüber habe ich angefangen zu schreiben, nämlich. Ich werde noch ein bisschen recherchieren müssen, noch ein paar Psychologen und Co. Nehmen und mit denen reden. Ja. Was soll ich noch sagen? Es gibt Sachen im Leben, wo Menschen nicht zuhören. Ich kenne sehr viele Menschen mittlerweile. Die hören nicht zu. Man redet mit ihnen und die hören nicht zu. 2022 habe ich auch so einen kleinen internen Hilferuf gehabt. Muss ich ehrlich sein. Ich habe mir sie nach Hilfe gerufen. Ich war einfach fix und fertig mit den Nerven. Zu dies und das, was ich gesehen habe und. Aber heute sieht es anders aus. Heute seid ihr die, wo mir auf den Sack geht. Ja, deswegen hoffe ich, dass es euch klar genug jetzt geworden ist.
So wie ihr mit mir, ich mit euch. So wie ihr euch verhält, verhalte ich mich. Ich passe mich an euch an. Bist du ein Arschloch? Bin ich ein Arschloch? Denkt dran. Es gewinnt nur einer. Es gewinnt immer nur derjenige, der schlauer ist. Und schlau seid ihr nicht. Ich habe nur dumme Menschen in meinem Leben im Moment gesehen. So, in dieser Hinsicht. Würde ich mal sagen, beende ich auch dieses Podcast-Video. Und wir sehen uns demnächst. Zum nächsten Video. Bis dahin.